Und damit ein herzliches Willkommen und hallo zu einem weiteren Part Let's Play Final Fantasy 7 Rebirth. Ich bin Samson Muffix. Wir sind immer noch im Goldhaus und die Party ist noch lange nicht vorbei. Beim letzten Mal, wo gehen wir hin? Wonder Element, ja, gehen wir Wonder Element. Beim letzten Mal sind wir hier im Goldhaus unterwegs gewesen, haben die eine oder andere Aktivität schon gemacht, waren in unserem lustigen Spukhotel. Barrett hat einen Mann unter einem... unter einer Kutte gesehen, der seltsamerweise ein Maschinengewehr am Arm hatte. Und das ist ziemlich ungewöhnlich, weil so viel kennen wir ja eigentlich nicht, die sowas haben. So, da geht's zu unserem Spukhotel, da möchte ich nicht hin. Ah, nach oben müssen wir. Okay. Und ja, wir haben letztes Mal schon die ersten Abenteuer hier gemacht. Skywheel, da gehen wir nicht. Dann gehen wir erstmal zum Wonder Square. Wonderland Square, da bin ich auch dabei. Und schauen, was da für schöne Aktivitäten sind. Space Shooter Turniere, also wir haben schon einiges hier geschafft. Schauen wir mal, welche schlimmen Sidequest Minigames noch auf uns zukommen, aber wir werden das schon irgendwie deichseln. Du hast vollkommen recht. Wo ist ein 3D-Bild? Hä? Huh? Keine Ahnung. Okay, reden wir mal mit Yuffie, dir gefällt's hier, oder? Des Gold Sorcerers wohl doch nicht widerstehen, was? Du bist allein? Ja, es gab so viel zu sehen, da habe ich die anderen aus den Augen verloren. Du kannst gern mitkommen, wenn du möchtest. Und euer Date stören? Nee, so dreist bin nicht mal ich. Welche lege ich jetzt am besten? Die vielleicht? Oh, sieht aus, als könnte man hier eine Menge Spaß haben. Guck mal, es gibt sogar ein Motorradrennspiel. Das magst du bestimmt. Ah, sowas ist doch für Kinder. Was? Mal wieder kein Interesse? Doch. Mal gucken, wie nah es an die Wirklichkeit kommt. Oh mein Gott! So viele Minigames! Können wir nicht irgendwas Entspanntes machen? Also okay, wir haben hier erstmal 3D-Brawler. Einen machen wir. Ich habe das so halbwegs nur gecheckt, also... brachialer Ding, aber gibt's 100 Goldpunkte. Das haben wir schon mal gemacht, aber es ist echt mega doof irgendwie. Wieder zu langsam. So, Hand unten. Bam. Okay. Der, muss ich sagen, ist gefühlt leichter als dir. Was ich so seltsam... Ich finde es so dumm, dass du es nicht einfach auf einem Stick machen kannst. Ja, zu langsam. Wäre viel cooler, wenn du einfach mit einem Stick die ganze Zeit ausweichen könntest. Könnte eine Weile dauern, diese Fight. Yes! Bam! Blockt, schön. Also, was ist eigentlich besser? Ausweichen oder blocken? Sieg! Sieg! Oh, der Kreuzschlag! Auch wenn wir eigentlich kein Schwert haben, mit dem das kommt. Aber egal, Leute. Bam. Okay, das war ziemlich easy dafür, dass ich im ersten Kampf mich so angestellt habe. Mobile Body? So, gibt's 5 Stufen. Ich hatte jetzt gedacht, das nächste ist Ding... Oh, hä? Gerade Haken. Wenn es eine Arme, dann folgt eine gerade nach oben. Keine Ahnung, wir versuchen es einfach mal. Cave Sif, mein Erzfeind. Hä? Achso, da muss ich nach oben drücken. Ja.
Einfach mal nach oben drücken. Boah, jetzt geht's schon wieder los. Ich muss immer nur nach oben drücken. Hä? Okay, dann muss ich auch nach oben drücken. Es gibt gar nicht mehr nach oben. Es gibt nur noch... nach links oder rechts. Es ist immer nach oben. Sehr gut. Warm. Und ihr seht, die letzte Phase immer die schwerste. Weil da wird nichts mehr angedeutet. Da hat man keine Farben mehr. Da muss man selber immer entscheiden, was man drückt. Okay, also man muss auch nach oben und unten drücken. Ja gut, das macht die Sache deutlich knackiger. Sehr schön. Wollen wir uns noch weiter frustrieren? Ich habe das Gefühl, auch der muss weniger Schläge austeilen als ich. Okay, die, die haben wir aber vorher schon bezwungen. Der hat jetzt noch mehr Moves. Nee, komm. Wir haben zwei Fights gemacht. Ich finde, das ist ganz gut. Ich muss ja auch noch was offscreen spielen, gell? So, was haben wir hier? Oh, Queen's Blood, oder? Sind Sie zufrieden mit Ihrem Deck? Es ist wieder Herausforderungsmodus, okay. Machen wir mal eins. So, passt. Ich hab mein Zerstörerdeck. So. Kaktor, hebt den Rang und Feld abgelegt wird um 2. Den habe ich doch gar nicht in meinem Deck. Ich nehme ihn, okay, gut. Hätte mir die Regeln mal durchlesen sollen. Achso, okay, jeder bekommt einfach random Kaktus, oder? Sehr gut. Boah, das ist schlecht. Da hätte ich ein besseres Deck nehmen sollen. Grund ist eigentlich ziemlich simpel. Weil, du kannst ja die ganze Zeit eine Stufe 2 Monster legen, wenn du die ganze Zeit der Kaktus bekommst. Sehr gut. Okay. Legen wir den da oder den da? Bringt mir nichts. Jetzt auf Risiko. Okay, das war dumm. Na gut, wir haben verloren. Passt. Ich spiele trotzdem nochmal mit dem Deck. Boah, das ist echt schwer. Deutlich schwerer als das, was wir sonst immer spielen. So, ich nehme meine Kaktus. Passt. Aber das ist natürlich geil, dass ich hier im Endeffekt deutlich flexibler bin mit meinen Karten. So, bitte spiel nichts in der Mitte. Spiel's nicht in der Mitte. Gut, sehr gut. Dann nehme ich, hier noch einen Kaktus spielen. Haben wir schon mal ein richtig gutes Feld hier ausgeregelt hier. Oder auch nicht. Weil irgendwie die haben immer so Charaktere, die eine Reichweite haben. Ich verstehe gar nicht, wie man so Reichweiten haben kann, aber nun gut. Gut. Egal, was du machst. Da oben haben wir schon mal gewonnen. Alter, was? Nehmen wir alles zurück. Wir haben noch nicht gewonnen. Ja gut, wir haben verloren. Mehr oder weniger. Nö, das kann man nochmal gewinnen. Puh, schauen wir trotzdem mal. Ihr müsst ja Karten zerstören. Ich könnte jetzt meinen eigenen Trooper zerstören. Dadurch würde ich meinen Kaktus zerstören. Ich würde halt mega viel Punkte bekommen. Nachteil wäre halt, wie gesagt, ich würde halt meine ganzen Felder verlieren. Ich könnte zum Beispiel den jetzt hinlegen. Dann wird der vernichtet werden. Das wird meinen hier den deutlich stärker machen. Aber das bringt mir halt nichts. Hm.
Die sind echt knackig. Bis jetzt habe ich noch gewonnen, aber das werde ich nicht gewinnen. 16. Ja, Mai, es hängt halt jetzt sehr davon ab, was er jetzt in der Mitte noch spielt. Wenn ich das untere Feld gewinne, dann ist mir das wurscht. Ich habe noch 20 Punkte. Das sollte mir wurscht sein. Ne, passt, okay, gewonnen. Ho, ho, ho. Aber das war kein guter Sieg. Das war echt kein guter Sieg. War richtig krüppeliger Sieg. Boah, schwer. Richtig schwer. Gerade mal so noch gewonnen. Aber okay, auf das Deck muss man sich auch ein bisschen einstellen dann. Eine Karte, die eine alles zermalmende Stärke besitzt. 8 Punkte. Boah, das ist sehr gut. Du hast eigentlich gewonnen, wenn du den gespielt hast. Wollen wir noch eine? Ach komm, eine spielen wir noch. Dann kriegen wir die Greifschnecke. Eins machen wir noch. Dann höre ich auf. Ich bin so süchtig nach diesem Game. Es ist echt schlimm. Ah, will ich eigentlich gar nicht. Den und... Ja, passt. Erhöht sich die Stärke von Verbündeten auf diesen Effekt und Betroffenen um 3. Da wäre ich mein anderes Deck deutlich besser. Okay. Und das ist auch nett, weil wir beide diese Effekte bekommen. Okay, so, wir spielen jetzt erstmal den. Alles gut, alles gut. So, dann spielen wir den hier. Nein! Nein, nein. Okay, das war kein guter Move. Nehmen wir alles zurück, war sehr schlecht von mir. Sollen wir den spielen? Kann ich den kaputt machen, aber davon habe ich nichts. Ah, ich... Hä, aber... der liegt mir... Ja gut, das war mein Fehler. Nee, das war schlecht. Ich habe ja auch das falsche Deck dafür. Das ist auch mein erstes Deck deutlich besser. So, tun wir Deck kurz ändern. Da spielen wir, tun wir den raus. Ich will keine Zerstörerkarten. Also nicht so viele zumindest. Eher Verstärkerkarten. Was macht die eigentlich? Entsprechend der Anzahl der verstärkten Verbündeten Gegner steigt die Stärke um 1. Achso, wenn die Gegner stark sind, wird er stärker. Auch coole Taktik. Der Anzahl der verstärkten Verbündeten steigt die Stärke um 2. Ist auch eine starke Karte. Spielen wir den, nehmen wir den ins Deck. Ja, mit Kasuma hätte ich eigentlich raushauen können. Für das Deck, was ich hier brauche, eigentlich nicht. So, Schritt Nummer 1. Chocobo ist natürlich hier das, die beste Karte, die du haben kannst in diesem Deck mit Abstand. Da geht es einfach nur auf Reichweite, der Penner. Hm. Ah, den hätte ich davor gebraucht. Okay. Dumm. Aber okay, ich kann unten seinen Monster vernichten. Gut. Oh, sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ich nehme alles zurück. Wir gewinnen das. Eventuell zumindest.
Nee, das ist riskant. Naja gut, ich spiele jetzt den. Das könnte jetzt dumm sein. Bitte, 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 bitte. Okay, nehme ich, nehme ich, nehme ich, nehme ich. Ja, jetzt sehe ich den Chocobo. Jetzt brauche ich ihn auch nochmal. Passt. Jetzt könnte man nämlich da unten das Feld. Fieser Move. Die ziehe ich, den ziehe ich viel zu spät. Boah, wenn ich den jetzt spiele, dann habe ich ja instant gewonnen. Jo. Die Kaktoren sind ja mal mega gut. Oh, ich hätte sehr gerne eine Karte aussetzen. Ich habe, glaube ich, noch einen Zerstörer. Ja, machen wir den. Weil Schoko wird nochmal stärker. Alter, ihr seht 21 und 21. Ich sage ja, das Deck ist dafür optimal. Oh, jetzt stärke ich den Gegner dadurch. Das ist natürlich nett. Aber er kann auch nichts mehr machen. Boah, Leute, Mann. Die Kaktoren sind ja mega gut, Mann, in dem Deck. So, wir haben jetzt genug Blut der König wieder gezockt, Mann. Ich sage, ich bin so hartsüchtig nach diesem Game, Mann. Passt. Danke. War ein cooles Match. So, und jetzt kommt G-Bike. Nächstes Minigame, wo ich wahrscheinlich irgendeinen hässlichen Highscore schaffen muss. Zeig's mir, ich will es gar nicht wissen. Okay, beschleunigen mit R2, bremsen L2, wir links angreifen, rechts angreifen, blocken, Drift-Attacke, Nitro-Boost, okay. Ja, keine Ahnung, wird schon schief gehen. Kriegt er VR-Brille drauf oder cruise ich einfach so? Yes, VR-Gaming. Im ersten Final Fantasy 7 sind wir ja noch richtig gecruised, hier ist es ein Game. War auch ein Trophy in Final Fantasy 7 Remake, dem Original, also dem wirklichen Original. Muss ich sagen, war ich sehr froh, dass ich es relativ flott hinbekommen habe. Drift-Attacke lädt sich aus, ein Nitro-Hammer. Kommen da auch mal Gegner? Sehr schön, sehr schön. Zum Glück kann man hier nicht runterfliegen. Ah, verdammt, da war was. Wir haben Punkte gelegen. Oh, das habe ich gar nicht gesehen. War es nur Zufall, dass ich das hier gesammelt habe? Oh, Leute, Mann. Ich erwische den immer. Aber das Ding, das steuert sich auch mehr oder weniger nicht. Also an sich kann ich nur steuern, wenn ich bremse. Das finde ich irgendwie ein bisschen dumm. Boah, die Musik ist cool. Wie die sich verbiegen, Mann. Wie die sich verbiegen. Ja.
Bitte Driftattacke spawn. Ja, danke. Schlecht. Nein! 200 Punkte! 30.000 war das Ziel. 200 Punkte gefehlt! Ah, das war ein, hätte ich einen nur am Ende erwischt, Mann. Ah! Zeig's mir, das waren 30.000, gell? Das war, weil ich es am Anfang nicht verstanden habe. Boah, 200 Kackpunkte, Mann. Ein Dreck, Mann. Ah, ja, gut. Aber wir haben alles immer gemacht. Ich würde sagen, wir sind zufrieden. Was gibt's hier Schönes? Hey, na, schon genügend Goldpunkte zusammen? Nö. Ah, ich will die Klaupuppe. Definitiv. Die kann man sich auch für viel mehr Geld im, im Square Enix Store kaufen. So. Die kaufen wir. Nee. Blut der König. Ich weiß gar nicht, wo ich diese Sets überhaupt hinstelle. Ich habe null Ahnung. Gut, was haben wir denn noch? Event Square? Und Chocobo Square. Okay, dann gehen wir erst zum Event Square. Da habe ich nämlich keine Ahnung, wahrscheinlich. Oh, da müssen wir wahrscheinlich wieder tanzen. Oh, Leute, Cloud packt wieder seine Dance Skills aus. Definitiv. Und Museum machen wir am Schluss dann. Wir haben so viel zu tun, ich bin ja echt überfordert. Wonder? Gold Market? Oh, warte, bin ich hier am Event Square? Nee. Ach so, ich muss eins runter. Okay, gut. Sorry. Hier. Da muss man echt systematisch. Wir bräuchten eigentlich. Kann man ja nicht noch ein Minimap. Also richtige Minimap. So eine Karte mit Erklärung, was man wo machen kann. Das wäre eigentlich optimal. Wahrscheinlich habe ich übrigens ein Teammitglied hier gerade übersehen, aber nun gut. Muss mir L1 drücken, damit ich die sehe. Das ist nett. Die ist gerade reingeploppt. Loveless! Oh, Loveless ist super. Mysterium Band des Planeten kaufen wir uns. Und Loveless. Oh. Dürfen wir Loveless hier spielen? When the world of the beast brings about the words and the goddess may descend from the sky. Wings of light and dark spread wide afar. Her gifts everlasting. So schlimm, Mann. Nein! Kann doch nicht sein! Jesse! Ich war noch nicht lange in den Slums, da hatte ich mal Schwierigkeiten. Jesse hat mir damals geholfen. So wurden wir Freundinnen. Verstehe. Sie war wie eine Schwester für mich. Nichts konnte ihr die Laune verderben. Ja. Allerdings. Ich habe viel von ihr gelernt. Danke, Jesse. Wollen wir los? Ja. Wohin wollen wir nun? Zu den Chocobo-Rennen? Ach, schon wieder? Ist wohl gerade Pause. Ob sie hier in vielen Rollen aufgetreten ist? Wahrscheinlich. Hätte es gern gesehen. Nicht nur du. Oh, das ist natürlich sehr traurig. Jesse, die ja im Endeffekt immer... Ich habe die Materie sofort gesehen. Zack. Der hier doch... Ja, von den... also deutlich mehr vom Remake profitiert hat, weil, wie gesagt, im originalen Final Fantasy war sie halt irgendwie so eine von den Avalanche-Typen. Und hier hat sie ja wirklich eine schöne emotionale Story-Arc bekommen mit ihrem kranken Vater, dem Schindler-Mitarbeiter. Nicht schön. Ganz und gar nicht schön.
Leute, was sagst du dazu, Anien? Na, wen haben wir denn da? So trifft man sich wieder. Ein heißes Tänzchen, das du dir da mit Direktor Dio geliefert hast. Richtig herzerwärmend. Du scheinst für das Rampenlicht geboren zu sein und es sichtlich zu genießen. Was machst du hier? Ich wirke an der Produktion eines gewissen Bühnenstücks mit. Ha! Meine choreografischen Fähigkeiten sind gefragt. Was meinst du? Willst du nicht? Kein Interesse. Selbst das Rampenlicht vermag dein Herz nicht zu wärmen, hm? Das kommt noch. Oh, Leute, es ist... wir werden sicher noch Loveless sehen. Also, ich muss die aufzeigen. Ich muss eine Aufführung von Loveless sehen, Mann. Ist ja Dennis' großes Magnus Opus. Was er ja mal hier rezitiert hat in Crisis Core. Und wie gesagt, ihr hört es ja, ich kann es teilweise nachrezitieren, was schon irgendwie echt sad ist. Aber es ist halt, hat sich sehr bei mir gebrandmarkt. Und es ist seit 100 Millionen Jahren in meiner Steam-Bibliothek auf der Liste. Okay, wir haben jetzt noch das Riesenrad und Chocobo. Ja, komm, dann machen wir Chocobo, das wird mich hier schocken. Nachts im Neonlicht. Okay, nachts im Neonlicht, keine Ahnung, was das ist. Ja, machen wir aber danach die Chocobo, das wird das Schlimmste. Weil da können wir Chocobos wahrscheinlich züchten, können mit denen reiten und dann müssen wir immer bessere Chocobos machen. Es wird schlimm. Aber das machen wir nicht heute, denn wir machen jetzt erstmal einen kleinen Cut. Und beim nächsten Mal geht's weiter mit Final Fantasy VII Rebirth. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao.